Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Guild Wars 2. Hallo. Rain ist natürlich auch wieder mit dabei. Wir spielen zusammen und ich habe hier gleich mal mein Gewehr ausgepackt, weil manche. Er winkte. Weil manche wollten ja gerne sehen, wie ich mit dem Gewehr spiele. Und ich habe noch nicht viel dabei geskillt. Das sieht man hier unten noch auf 1, 2, 3, 4, 5. Das können wir ja in dieser Aufnahme mal machen. Und questmäßig geht es jetzt erstmal nach Ratasum, oder? Ja. Genau. Das ist, da muss ich nämlich für meine Crew-Quest hin. Wir erinnern uns, ich musste mich ja entscheiden, ob ich Doxa retten will, also aus dem Golem raushole, oder ob ich. Wie heißt er nochmal? Chris? Nee. Cass. Cass, genau, es ruckelt hier ein bisschen gerade. Ob ich Cass zu einem Golem mache und dass sie auf diesem Wege wenigstens zusammenleben können. Aber ich habe mich dafür entschieden, lieber die Doxa zu retten. Sehen, ob es eine gute Entscheidung war. Die ist voll süß hier auf dem Ladebildschirm. Ich finde die voll putzig unten rechts. Den Ladebildschirm schon nicht mehr. Auch die Rain musste sich ja entscheiden. Ups, was war das denn? Hast du was gehört? Zu der Das. Energieentladung. Ja, habe ich gehört. Boah, das ruckelt voll hier gerade. Ja, bei mir hat es auch gerade geguckt. Ich habe gerade nur 17 Frames. Was mir eben eingefallen ist, wenn ihr von mir auch bestimmte Waffen sehen wollt, dann sagt das einfach, schreibt das in die Kommentare und dann schaue ich mal, ob ich mir die Waffe irgendwie besorgen kann und dann schauen wir uns das zusammen an. Ihr könnt das auch egal wo hinschreiben. Wir sehen das schon. Ob ihr das jetzt bei mir hinschreibt oder bei der Rain. Ja, ihr könnt für uns kommentieren. Wir tauschen uns da sowieso aus und das ist völlig egal. Wenn ihr übrigens die Folgen von Rain sehen wollt oder von mir, das ist, wir schreiben unsere Folgen, beziehungsweise wir verlinken unsere Folgen immer in den Beschreibungstext. Also wenn Manchmal ihr. ist sogar eine kleine Notiz oben links. Genau. Das heißt. Das müsste jederzeit möglich sein, die Folgen zu wechseln. So, ich kann jetzt in die Instanz. Kommst du mit? Ach ja. Nee, Moment, ich muss die ja aktivieren. Toll. Nee, nicht dadurch. Zu Warte, spät. dann warte ich hier nochmal. Sag Bescheid, wenn du da bist. Möchtet ihr eure Geschichte fortsetzen? Das Problem entschärfen. Das ist immer so, dieses bei Guild Wars geht es um deine Geschichte quasi, deine persönliche Geschichte, die du schreibst. Die schreiben wahrscheinlich auch tausend andere, aber ja, ich wach ja schon. Oh, Level 10. Na Ach, gut. packen wir. Das Problem entschärfen. Oh, ich bin gespannt, ob uns gelingt, Doxa zu befreien. Okay, wir müssen uns mit unserer Crew im Labor treffen. Ich glaube, das geht hier entlang. Ja, ich wollte nur mal ein bisschen rumschauen. Da versucht jemand Asura-Portale zu verbessern, als ob das möglich wäre. Als ob das möglich wäre, ja. Gar nicht eingebildet. Unsere Portale kann man ja gar nicht verbessern. Die Asura sind immer so ein bisschen eingebildet. Da müssten sie natürlich auch sein. Die kleinen Zwerge hier, die kleinen Pimpfe. Sind zwar nicht groß, aber haben großes Ego. Genau. Große Klappe. Wenn sie schon selber nicht groß sind. Ich meine, sie haben ja die Asura-Portale erfunden, ne? Also. Und da vorne ist auch schon unser der Klug. Im Ernst, Soja? Wirklich? Haben wir eine Chance? Ja. Oh je. Theoretisch haben wir 86% Erfolgschance. Aber das ist Inquesturgebiet. Die interessiert nur das Koppeln. Wir müssen Mit uns richtig Versuchsobjekt, reinhauen. aber Reinhängen. 86% sind beachtlich. Unsere Modifikationen sollten es rumreißen. Probieren wir es aus. Der Extraktionsvorgang kann beginnen. Wir müssen nur den Hebel umlegen. Den Extraktor Okay. aktivieren jetzt. Aktiviert denn das Extraktionsgerät? Ich mach mal. Ich Aktivieren. höre und sehe etwas, aber was heißt das? Läuft alles nach Die Plan? Maschine, ja. Ob der ganze Prozess klappt, das werden wir ja Oh, sehen. hoffentlich überlebt die das. Verflanschte Flachbuchse! Wehrt Das den ist die Angriff ab. Questur! Okay. Lasst nicht zu, dass sie die Ah, das war Extraktion klar. unterbricht. Ach, da sind die Ich stelle mal direkt meinen Turm auf. Oh, und jetzt bin ich noch nicht mal auf Gewehr geskillt. Das heißt, ich bin ein bisschen schwächer unterwegs, aber die Rainy macht das schon. Du Aber kannst ich ja kann jetzt deine. Granaten werfen. Ha, schaut euch das an. Aber das Gewehr Oh, macht uiuiui. mehr Schaden, wie man es auch erwartet hätte. Macht. Oh, ich habe was freigeschaltet. Was war das? Donnerbüchse. Ist wahrscheinlich so eine Schrotladung. Nein, nein, keine Angst. Der hat eine Glatze, der Inquisitor-Techniker.
Wir haben irgendwie alle keine Haare, ne? Hey, wer schießt auf mich? Ah, die Donnerbüchse feuert eine Schrapnellwolke umso stärker, je näher ich dran. Ach so. Was macht denn mein Moa da? Der brüllt den an, aber kämpft nicht. Wo ist denn der Nächste? Da. Zack. Komm, das muss er noch umgehauen haben. Oh, mal ein bisschen Heilung. Ja, ich könnte... Ach, heilst du mich gerade mit? Nee. Krieg hier so eine Aura. Boah, jetzt gehe ich ganz nah ran und jetzt kriegt er fette Schrotladung ins Gesicht. Hier. Berz. Oh, ich glaube, ich habe gerade meinen Turm zerstört. Also im Moment geht es doch noch ganz gut mit der Unquestur hier. Ich wechsle mal um zu meinem Granatenmod. Das habe ich nämlich... Na, hier, schreibt mehr Granate. Eieieiei, hier kommen noch viel mehr. Wo? Oh. Ah, oh, da oben. Warte, 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 ich helfe dir. Restgranaten! Ich muss mir hier mal andere Skills reinmachen. Ja, das ist ein bisschen schwer, dieses System. Es geht, man muss einfach nur die Kombination finden, die für einen selbst am besten ist. Muss man mein ganzes Zeug erstmal aufsammeln hier. Mhm. Ich finde es aber schwer, dass man diese Mods umschalten kann. Weil entweder schieße ich jetzt mit dem Gewehr oder ich werfe Granaten. Aber ich weiß nie genau, was ich jetzt machen soll. Ja, ich muss dann die Tastenkürzel erstmal... Situation. Ich habe coole Stiefel gefunden, glaube ich. Das waren Stiefel des Schützen. Moment. Ach, wie ging das denn nochmal? Ha, ist lange her. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Nö. Wer hat den Angriff der Inquisitor ab? Irgendwo muss hier noch was rum... Ah, da oben. Ey, der hat meinen Turm zerstört. Boah, dafür kriegt er eine Donnerbüchse in die Fresse. Oh, dann habe ich noch was. 4. Überladener Schuss. Huch, der haut mich weg. Mich als kleinen Asura haut er weg. Kommt da noch was? Nee. Nee. Profidosenöffner. Oh, cool. Ah. Oh, oh, die sieht aber böse aus. Die hat rote Augen. Aha. Oh, hatte die nicht schon immer rote Augen? Lieber Cass, diese Einheit dankt für eure Unterstützung. Die ist nicht ganz normal, glaube ich, oder? Habe ich euch dran gekriegt? Oh. Mir geht es gut. Mein Humor hat auch nicht gelitten. Cool, wir haben es geschafft. Sieht gruselig aus. Ja. Plagiatoren. Ach, jetzt kommt sie wieder. Das ist Inquestureigentum. Ich bin hier, um es zurückzufordern. Oh, und um euch wegzupusten, weil ihr es gestohlen habt. Das wollen wir erstmal sehen. Ihr könntet nicht mal eine Wollmaus wegpusten. Und bevor ich es vergesse, Plagiatoren, Saboteure, von euch und der Inquestur ist das ein echter Brüller. Ihr habt bei uns eingebrochen, um unsere Forschungen für ein Golem-Projekt zu stehlen, das ihr ebenfalls gestohlen habt. Wie nennt ihr das? Wir nennen das Freunde retten. Wir stehen für den Diebstahl gerade, wenn ihr dafür gerade steht, die Technologie für Untaten verwendet zu haben. Was meint ihr, Theo? Sollen wir vor dem Arkanenrat herausfinden, wessen Golem-Koppelungsprojekt weniger fragwürdig ist? Nein. Oh, jetzt hat sie Schiss. Ich werde mir einfach nehmen, was mir gehört, und euch Zeugen ausschalten. Das wollen wir erstmal sehen. Ach ja. Jetzt gibt's aufs Mäulchen, Theo. Das ist ein für alle Mal. Kriegt sie erstmal eine Giftgranate von mir. So. Boah, überladener Schuss, der ist cool. Den mag ich. Also das mit dem Gewehr gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich werde aufs Gewehr skillen. Oh je. Ha! Da ist sie weg. Da guckt sie. Gut gemacht, Crew. Wir haben Doxa gerettet und die Inquestur nach Hause geschickt. Ich war noch nie so stolz. Guck mal, wie ich morgen gucke. Hat jeder eine zusätzliche Stunde Mittagspause. Ja, das ist großzügig. Aber ich fürchte, Doxa und Cass werden etwas mehr Zeit brauchen. Sie haben viel durchgemacht. Aber keine Bange. Ich erledige ihre Natürlich. Arbeit. Danke. Die sieht voll gruselig aus. Ich würde am liebsten eine Woche schlafen. Und immer, wenn ich nachdenken will, höre ich eine metallische Stimme in meinem Kopf, die sagt: Arbeiten. Es hätte schlimmer kommen können. Ihr hättet zu einer Stimme in Klugs Kopf verkümmern können.
Und wer würde mir dann auf die Finger schauen? Na los, ihr beiden, gönnt euch eine Auszeit. Ich halte den Laden hier am Laufen, bis ihr zurückkommt. Ach, bin ich nicht großzügig. Bevor wir die Turteltäubchen gehen lassen, müssen wir entscheiden, wer Snuffdenker wird. Ich. Und es hat wohl niemand etwas dagegen, dass ihr es seid. Yeah! Ihr wart wesentlich am Bau des Klug und an der Rettung von Doxa beteiligt. Einwände? Keine? Gut. Tragt euren Titel mit Stolz. Ihr habt ihn euch verdient. Cool. Gratuliere, Denker. Ich werde euch im Auge behalten. Vielleicht fällt mir ja etwas ein, wofür ich euch brauchen könnte. Bis bald. Tschüss. Ach, cool. Ha, cool, wir sind jetzt offiziell Snuffdenker. Und jetzt durchsuchen wir mal hier die... Ach, die hat ja gar nichts dabei. Moment, ich will hier noch ein bisschen rumgehen. Mein Gewehrturmtürmchen nehme ich natürlich auch noch mit. Ach, guck mal, ach, wie sie rumturteln. Da steigen so Herzchen auf. Ich rede nochmal mit dem Cass. Gucken sich ja nicht mal an. Ohne Doxa ist mein Leben wie eine Schachtel nasser Streichhölzer. Kein Funke, kein Licht, keine Wärme. Das Wort Danke reicht nicht mal ansatzweise, um meine Gefühle auszudrücken. Nicht der Rede wert. Was ist los? Eingeschlossen in all dem Metall. Das zusätzliche Gewicht, das metallene Echo in meinem Kopf, das Wundreiben am ganzen Körper. Ich schwöre, dass ich das ganze nächste Jahr nichts Schwereres als Seide trage. Ich bin froh, euch zurückzuhaben, Doxa. Ja, cool. Wir haben sie befreit. Unsere Entscheidung war anscheinend richtig. Ach, guck mal. Und jetzt wollen wir hoffen, dass wir deine Mission auch so erfolgreich abschließen können, woll? Ja, warte mal kurz. Und ich glaube, diese Folge werde ich Snuffdenker nennen. Ich möchte kurz was ausprobieren eigentlich, aber das ist Begleithandscheiße. Kann übrigens, das ist auch blöd beim Gewehr, man kann die Begleithand dann nicht benutzen, weil das eine Zweihandwaffe ist. Ich könnte jetzt... Nein, könnte ich nicht. Warum geht das nicht? Könntest du? Warum? Oh, ich habe ja noch 5 Fertigkeitspunkte. Achso, das ist ein Großschwert, was ich hier habe. Aber ganz ehrlich, was soll ich denn mit den ganzen Fertigkeitspunkten? Die kann ich doch eh nicht alle so einsetzen, wie ich das möchte. Wie meinst du das? Ich habe jetzt noch 5 Fertigkeitspunkte. Was soll ich denn dafür alles kaufen? Ich meine, ich könnte noch einen Flammenturm kaufen, aber das kann ich ja eh unten alles gar nicht. Nee, du brauchst ja in der ersten Reihe musst du ja 5 Dinger freischalten, dass du überhaupt in die nächste Reihe kommst. Also wirst du irgendwas freischalten müssen. Dann, was nehme ich denn dann? Dann nehme ich Elixier U. Wie er sich freut. Ah, oh, ein neuer Trick, Mensch. Und eine Mine. Ich werfe dann noch eine Mine. So. Jetzt habe ich das dritte, aber da braucht man 3 Punkte für immer. Donnerturm. Cool. Errichtet einen gewaltigen Schützturm mit vielen Lebenspunkten, der Gegnern in der Nähe Schaden zufügt. Ich werde mal die Flammenfalle ausprobieren. Ah, ich habe hier nämlich gerade eine Flammenwerfer. Das ist ein Waffenkit. Raketenschuhe, cool. Ein Mann Stoßramme. Guck, wenn hier jetzt irgendwie ein Feind durchkommt oder so, dann fängt er an zu brennen. Ah, das ist eine Falle, okay. Mhm. Ah, okay. Dann könnte ich, dass wenn wir dann so Fallen legen, könnte ich zusätzlich noch eine Mine werfen. Zack, dann liegt da eine Mine und dann könnte brennt so... Brennt er und explodiert hier. Genau. Das heißt, wir könnten da so ein bisschen taktisch vorgehen, auf wir jeden Fall. Wir könnten auch malen. Warte mal, geht das? Ich hatte Schmerz im Hals und Leid im Nebenfach. Ach nee, geht nicht, das verlagert sich. Schade. Okay, dann wäre... Ach, schade. Minenfeld. Legt um euch herum 5 Minen. Nee, dann bleibe ich mal beim Granatenkit. Gut. Ich muss da ein bisschen erstmal drauf klarkommen, auf die ganzen Skills. Kann man bestimmt gute Kombos mitmachen. Aber... Da muss ich erstmal noch mit klarkommen. Was habe ich denn noch da drin? Übrigens, der überladene Schuss feuert einen Schuss ab, der den Gegner her hochschleudert, während ihr nach hinten fallt und immobilisiert, verkrüppelt und Kühle aufhebt. Habe ich denn schon Handwerk A? Oh, was mache ich denn da? Oh, das war die falsche Taste. Ich habe erstmal ein Netz geschossen. Brauchst du eine Rohledertasche mit 8 Plätzen? Ja, klar, gerne. Wirklich? Kannst du die herstellen? Ja, ja. Wirklich. Ja, aber cool. Nur an der Handwerksstation. Ach so. Ja, aber kannst ja mal Bescheid sagen, wenn du eine hast. Ansonsten hätte ich noch, präzise... Ach nee, du kannst keine leichte Rüstung tragen, oder?
Nee, so wie du mittlere, deswegen bin ich ja. Aber brauchst du vielleicht Rohlederhandschuhe? Verteidigung 14 plus 2 Kraft. Verteidigung 14 plus 2 Kraft. Nee, ich hab schon 15er. Okay. Ansonsten habe ich auch nichts wirklich anzubieten. Gut, dann auf zu deiner Quest, oder? Ja, du kannst auch einfach auf das Ausgangsdingens. Ja, das mache ich jetzt auch.